Willkommen zurück zur Operation Kalter Traum hier bei XCOM Enemy Unknown. So, beim letzten Mal haben wir hier oben einen Aetherer und einen Elite-Muton, meine ich war es doch, gesehen, die hier rausgegangen sind. Und wenn wir mal schauen, können wir hier, glaube ich, wenn die Kamera jetzt nicht so ganz abspacken würde, hier hochgehen. Genau. Das heißt, wahrscheinlich wird der Aetherer jetzt versuchen, hier von der Seite uns zu flankieren. Die Kamera, ey. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten, deswegen werden wir gleich mal Kelly hier rüber schicken. Und dann gehen wir meinetwegen mal auf Feldposten. Und ja, ich würde mal sagen, wir ziehen unsere gesamten Truppen, beziehungsweise zumindest einen Teil, schon mal hier rum. Frank the Tank. Moment, wir fangen erstmal mit Grants an. Der kann jetzt ja am weitesten rennen von dort aus gesehen. Der spurtet dann meinetwegen hierhin. Denn, ja, ich habe mir überlegt, falls wir jetzt durch... Wenn wir jetzt hier durchgehen würden... Naja, gut, du kannst mal dorthin gehen, Frank. Da sieht er auch nichts, okay. Und ja, McEntire, der muss auf jeden Fall mitgehen, denn wir wollen natürlich wieder versuchen, dieses Viech zu schocken. Deswegen rennt McEntire mal direkt ganz nach da vorne. Da dürfte er eigentlich nicht in Gefahr sein. Genau, nichts passiert. Und was machen wir jetzt mit Kati? Kati geht hier einfach mal rüber. Und geht dann auch auf Feldposten. So, mal schauen, was die Aliens jetzt so machen. Die dürfen uns jetzt eigentlich nicht sehen. Genau, Frank, du könntest jetzt hier vorne hinrennen. Okay, ist nichts los. Okay, Frank geht erstmal auf Feldposten. Der einsame Wolf hier, ganz alleine am Umherrennen. So, Kelly würde es leider nicht hier hin... Oh, da hat sie ja eh noch keine Deckung. Das ist ja mies. Dann schau mal hier, Kelly. Siehst du da wen? Nee, sie sieht niemanden. Dann gehen wir bitte auf Feldposten. Also, was machen wir jetzt mit McEntire? McEntire geht mal eben... Oder er könnte hier hochgehen, um zu schauen, wo die Gegner jetzt sind. Obwohl, wenn die jetzt auf Feldposten sind, hat er ein Problem. Na okay. Bleibt mal auf Feldposten eben. So, die Rauchgranate ist jetzt auch wieder verflogen. Die hatte ich eigentlich geworfen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Gegner bestimmt den Kampf mit uns suchen. Aber das war ja diesmal scheinbar nicht der Fall. Wundert mich auch ein bisschen. So, schön auf Feldposten gehen. Kati. Oha, Kati könnte ja auch mal hier rüber... Nee. Kein Risiko eingehen. Sie rennt erstmal hier vorne hin. Geht dann auf Feldposten. Und er geht einfach hier hinter Grants. Auch auf Feldposten. So, jetzt bin ich gespannt, was die Aliens machen, ob wir ihre Bewegung überhaupt sehen werden. Ja, doch. Hier bei Frank tut sich was. Er hört die Aliens. Okay, Frank werde ich aber als letztes bewegen. Habe ich hier nicht noch einen anderen... Nee, Frank ist der einzige Stormtrooper, oder? Ja, genau, stimmt. Wir haben diesmal zwei Schwere, zwei Unterstützungs-, ein Sniper und einen Sturm. Kelly... Okay, Kelly, geh mal bitte kurz hier hoch und schau. Was? Keine Gegner hier? Okay, Feldposten. Ganz klar Feldposten. McEntire, was machen wir denn jetzt mit dir? Den gehst du nochmal ein Stück weiter nach vorne. Ey, er sieht auch noch niemanden. Das kann doch nicht sein. Feldposten, bitte. Kati, du gehst hier vorne hin. Aber auch sie mit ihren Adleraugen... Sieht hier nichts. Grants. Grants geht auch mit nach dort oben. Der könnte meinetwegen sich mal hier hinstellen. Da hat er gar keine Deckung. Aber was will man machen? Geht natürlich auch auf Feldposten. Und er geht neben Grants auch auf Feldposten. Dann haben wir hier vier Feldposten. Okay, wenn die eine Granate werfen, dann könnte es übel werden. Und Frank, was machen wir jetzt mit dir? Gehst du mal hier hoch und schaust, was hier oben so abgeht. Oh Mann, auch Frank sieht nichts. Das gibt's doch gar nicht. Feldposten. Ey, die müssen doch hier oben sein. Oder? Was meint ihr? Wo sind die Aliens? Noch immer noch nichts. Das gibt's doch nicht. Okay, Frank sollte jetzt aber trotzdem mal eben der Erste sein, der hier rausgeht. Ganz einfach, weil er, genau, blitzschnelle Reflexe hat. Und der scheiß Elite-Muton ihn dann nicht treffen kann. Genau so habe ich mir das doch... gedacht gehabt. Aber es ist nur der Elite-Muton da. Der Aetherer ist nicht hier, Leute. Das heißt, Frank könnte
jetzt eigentlich Sturm und Schuss machen? Oder wie viel Chance hast du denn? 54% mit Schnellfeuer. Ja, komm, mach halt. Aha, einmal daneben. Und einmal getroffen immerhin. Also 8 Schaden hat das hier dem Muton reingedrückt. Das heißt, McEntire... Nee, McEntire sollte jetzt nicht als nächstes kommt. Erstmal Kelly. Die geht... Wenn die hierhin geht, dürfte sie den treffen können, oder? 53%ige Chance, komm schon, Mädel. Ah, du bist eine Enttäuschung für mich. Du bist eine Enttäuschung. Okay, McEntire, dann musst du es jetzt scheinbar doch richten. McEntire könnte den Kill hier sich gönnen. 65%ige Chance. Jo, einmal gezielt und direkt getroffen. Sehr schön, die Waffe ist da weggefetzt. Und von dort oben scheinen auch demnächst noch Aliens einzutrudeln. So, Grants. Oh, wir könnten hier sogar noch hoch. Okay, dann sollte Grants mal eben schauen, ob hier oben irgendwas los ist. Nee, scheint nichts drauf zu sein auf dem Dach. Okay, Feldposten. Ohne Deckung mal wieder. Meine Güte, ey. Es ist ein bisschen stressig, dass die hier immer nie Deckung haben. Immer nie ist auch ein geiler... Ich weiß nicht, ich habe mir das immer nie angewöhnt. Keine Ahnung, ob ihr das auch sagt, aber eigentlich ist es ja totaler Humbug, immer nie zu sagen. Es reicht ja, wenn du einfach nie sagst. Da beschwert sich meine Freundin auch regelmäßig drüber, dass ich immer nie sage. So, jetzt sollen... Ja, scheinbar vielleicht doch hier oben drauf, der Ätherer. Ich weiß es nicht. Oder geht hier drin jetzt irgendwas ab? Aber wir sehen ja noch nichts da drin. Okay, Grants, du gehst jetzt einfach mal ganz hier rauf. Und zwar, geh doch mal hier in die Deckung. Leute, hier ist nichts. Auf dem Dach scheint nichts zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier drin jetzt Party geht. Kelly, geh doch einfach mal hier in diese Deckung. Keine Ahnung. Sie lädt erstmal kurz nach. So, der Neue geht hier vorne hin. Mal schauen, ob der jetzt irgendwas sieht. Der sieht nichts. Okay, Feldposten. Frank. Oh, Frank müsste nachladen. Dann geht Frank hier vorne hin. Und lädt dann bitte mal sein Gewehr nach. McEntire genauso. Der müsste auch nachladen. McEntire könnte sogar bis hier vorne hinrennen. Ja, komm, mach das einfach mal. Und dann lädst du auch deine Waffe nach. Und Kati geht hier bis zu diesem Punkt und geht dann auch auf Feldposten. Jetzt müssen wir Grants gleich vom Dach wegziehen, würde ich mal sagen. Okay, was war da? Oh, schwere Schweber scheint mir. Okay, zum Glück haben wir ein, zwei Feldposten hier aufgestellt und er trifft sogar direkt. Sehr schön, so lobe ich mir das, auch wenn es nur 4 Schaden sind. Aber egal. Schaden ist Schaden. So, Frank ist direkt wieder der Erste, der schießen darf. Und Frank kann sogar irgendjemanden... 64% hier hat er gegen den. Wie viel Schaden würde er dann eigentlich machen? Bis zu 8 Schaden. Wow. Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber wir machen einfach mal wieder Schnellfeuer. Vielleicht kriegt Frank dann ja den ersten Gegner direkt down. Nee, daneben. Und der dann... dann trifft er. Und der Gegner ist trotzdem K.O. So lobe ich mir das. Grants, ja, ich glaube, du solltest gleich mal zu den anderen Leuten hier dazu stoßen. Aber das kann ja noch ein Momentchen warten. McEntire versucht auch mal von hier aus zu schießen. 55%ige Chance. Oh, sehr schön, der hat gesessen. Und jetzt könnte die Neue hier, die... Oh ne, Mary Kelly ist ja auch schon komplett befördert, denn wie viel Schaden könnte er machen? Bis zu 6. Okay, der könnte, wenn er jetzt vernünftig trifft, den killen. Schauen wir einfach mal. Ah, wenn er denn überhaupt trifft, ne? Das ist ja immer noch die Sache. Ne, du noch nicht. Erstmal kommt Kelly. Kelly hat 43%ige Trefferchance. Das ist natürlich auch nicht so hoch. Aber es reicht. Es reicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann kann sie sogar noch auf Feldposten gehen, weil sie zuerst geschossen hat. Dann darf sie ja sich noch einmal bewegen in der gleichen Runde. So, Kati, die schicken wir einfach mal direkt nach hier vorne hin. Und alles ruhig, nichts los. Und jetzt nur noch Grants dran. Grants sollte jetzt auch zu der Horde stoßen. So, direkt mal da vorne hinspurten. Oh, hier,
ist ganz gewitzt und klettert da einfach mal runter. Sportlich, sportlich, der Herr. Einer ist da noch, genau, ein schwerer Schweber ist noch. Kati direkt hier legt ihr Snipergewehr an. Und schießt sie vielleicht auch nochmal irgendwann heute. Jo, und trifft kritisch. Das ist ja mal geil. Schönes Ding, aber wir hören Geräusche noch von dort hinten kommen. Also, es scheint noch nicht die Gefahr gebannt zu sein. Frank, du bist jetzt gleich dran. Warte mal, was machen wir jetzt erstmal mit Kati? Kati könnte jetzt meinetwegen hier vorne hinrennen. Ey Leute, ich frage mich, wo der Äthera hin ist, ne? Also rein theoretisch muss der ja eigentlich schon fast auf dem Dach sein. Okay. Kati geht hier vorne in Deckung. Okay, hat keine Gegner ausgelöst. Und geht auf Feldposten. Kelly muss gleich nachladen. Grants, ach man, der kommt aber nicht weit. Dann geht Grants hier vorne hin. Geht dann auch schön auf Feldposten. Jetzt kommt der Neuling. Was machen wir mit dem? Er muss eigentlich nachladen. Der muss eigentlich nachladen. Dann stell dich meinetwegen hier hinter Grants. Oder er rennt hier drüben direkt hin. Na, nee, komm, der lädt jetzt einfach mal von hier aus nach. Frank stößt aber hier ein bisschen zu der Horde nach hier vorne hinzu. Geht dann nicht auf Feldposten. Nee, komm, lieber nachladen. McEntire. Oh, der kann wieder schön weit rennen. Sollten wir McEntire vielleicht von hier unten dann rumkommen lassen? Ja, komm, das macht vielleicht Sinn, wenn einer hier unten entlang geht. Und er lädt auch nach. So, Kelly muss definitiv nachladen. Da bleibt uns gar keine Wahl. Die geht aber ein Stück nach vorne. Und lädt dann bitte ihre Waffe nach. Okay, da oben sind scheinbar noch mehr Gegner. Und es sind noch einmal schwere Schweber. So, Grants schießt direkt und trifft nicht. Schießt da eiskalt daneben, so ein Scheiß. Und natürlich darf der schwere Schweber sich noch bewegen, oder was? Ey, Mann, 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 das ist immer richtig assi. Okay, was machen wir jetzt? So, Kati kommt richtig weit, wow. Wir müssen mal schauen, McEntire, kann er von hier aus den Gegner sehen? Nein, wer sieht denn die Gegner alles? Zeig mal her. Okay, Mary Kelly sieht die Gegner. Die könnte eigentlich auch direkt schießen, oder? 43%ige Chance, sie darf ja sogar zweimal schießen, falls sie jetzt trifft. Falls sie... Oh, sehr schön, der ist ja fast down. Dann schießen wir direkt ein zweites Mal, würde ich sagen. Allerdings nicht auf den, sondern auf den dahinter. Weil wenn wir den jetzt nochmal treffen würden, na okay, daneben, dann hätten wir ziemlich viel Damage eigentlich verschenkt. So, du schießt jetzt auf den, der schon so sehr geschwächt ist. Genau, weil du auch nicht so eine starke Waffe hast. Und genau, sehr schön, weil du natürlich auch noch die Beförderungen brauchst. Der hat's halt einfach nötig, Leute. So, Frank, was machen wir mit dir? Hier hast du keine Deckung. Okay, dann macht Frank von hier aus halt ein Schnellfeuer. Oh, ziemlich niedrige Chance nur. Aber was willst du machen, ne? Einmal trifft er, sehr schön. Und zweimal trifft er und macht das Viech sogar kalt. Frank, du bist schon einer, ey. Da will er mich hier erst verunsichern mit dieser geringen Trefferchance, die er da hat. Und dann killt er den Gegner trotzdem. Grants, du lädst nach. McEntire, du stößt jetzt eigentlich auch noch mal ein bisschen weiter hier mit nach vorne. Gehst direkt hier in diese Deckung. Und gehst da dann auf Feldposten. Man weiß ja nie, ob jemand durch die Tür kommt. Denn wie wir gesehen haben, durch die Tür sind die auch einfach alle durchmarschiert. Obwohl da die Tür eigentlich noch geschlossen ist. Kati, du gehst auch auf Feldposten. Sicher ist sicher. Und dann sind die Aliens auch schon wieder am Zug. Oh, das hört sich nach diesen Nahkämpfern an, was ich hier gerade gehört habe. Frank, du musst auch nachladen, wa? Dann geh mal hier vorne noch ein Stück näher ran. Und lad dann meinetwegen nach. Grants geht auf Feldposten. Ich werde die Tür noch nicht öffnen, Leute. McEntire geht auch auf Feldposten. Kati nutzt die Chance, um nachzuladen. Und Kelly und der Neue, die gehen jetzt auch ein Stück nach vorne. Du gehst dorthin. Lädst nach. Und Kelly geht auch hier hin. Und auch sie muss nachladen, alles klar. Aber dann haben wir gleich wieder alle Soldaten mit voller Munition. Das ist auch schon mal was wert. Also hier unten... Oder hier drinnen, ich weiß nicht, ich glaube, hier geht's aber runter.
sind auf jeden Fall noch Gegner. Und ich würde mal sagen, Grants öffnet einfach mal die Türe hier. So. Kann schon mal einen kleinen Blick hier reinwerfen, sieht aber noch nichts. Er geht mal auf die Brüstung hier. Und nein, nein, nicht so ein kranker Roboter. Ach du heilige Scheiße. Grants sollte vielleicht doch nochmal wieder hier reingehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sieht irgendjemand den Roboter noch von hier aus? Ich weiß ja nicht. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Oh Mann, ich weiß echt nicht. Kati muss erstmal kurz hier rüber. Geht dann auf Feldposten, meinetwegen. Soll ich jetzt versuchen, den einen Empfang zu bereiten, der sich gewaschen hat? Oder soll ich angreifen? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Erstmal schön alle auf Feldposten gehen und dann schauen wir mal, was die Gegner machen in dieser Runde. McEntire, auch du darfst gerne auf Feldposten gehen. Oh Mann, das ist wieder so ein richtig krankes Viech. Und das kann auch richtig austeilen, wenn es will. Okay, da kommt eine Drohne. Nein, jetzt schießen alle auf die Drohne. Ach du heilige Scheiße, haben hier direkt die ganze Wand eingerissen. Oh nein, ich hoffe jetzt nicht, dass dieser kranke Roboter noch kommt. Alle schießen daneben auf diese kleine Kackdrohne. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Und die Drohne macht nichts. Okay. Okay, Leute, der große Roboter hat nicht reagiert, merkwürdigerweise. Hat nichts gemacht. Okay. Ich würde trotzdem mal sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie wir uns gegen diesen Roboter schlagen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Allerdings haben wir beim letzten Mal den ja ohne Verluste besiegt. Vielleicht schaffen wir es noch einmal. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Mach dir noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.